Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mag jetzt nicht ewig drumherum quatschen und einfach mal direkt zum Punkt kommen. Ich höre auf mit YouTube. Ich bin ja schon seit Anfang dieses Jahres ziemlich inaktiv auf diesem Kanal. Also ich habe schon ein paar Videos hochgeladen, aber das waren ja alles nur so kleine Lava-Info-Videos. Das hatte einfach den Grund, dass ich mega unzufrieden mit meinem Kanal, der Kanalkategorie und dem Content war und das auch immer noch bin. Ich meine, wenn mich Leute so fragen, ja, was machst du so auf YouTube? Da ist meine erste Antwort, ja, so Kurzfilme, so, ja, und so Lava-Videos, also so Unterhaltung halt, ja. Darunter kann sich aber kein Mensch so richtig was vorstellen, weil es einfach unglaublich nichtssagend ist. Man braucht einfach, habe ich rausgefunden, auf YouTube seine richtigen Formate. Man muss genau wissen, was man macht und nicht einfach nur sagen, ja, ich will halt unterhalten, ich will halt irgendwie Videos drehen, so wie ich das bisher mal gemacht habe. Das heißt, ich habe sehr viel überlegt, was ich denn da machen könnte, was für ein Thema ich mir zu eigen mache auf meinem YouTube-Kanal. Da hatte ich zwar viele Ideen, aber keine, die man irgendwie dauerhaft auf einem Kanal durchsetzen kann. Außerdem habe ich gemerkt, dass es bei YouTube nicht nur darum geht, dass man es versteht, wie man Videos macht, sondern auch, wie man YouTube-Videos macht. Also das ist schwierig. Also man muss immer genau wissen, was die Zuschauer sehen wollen. Heutzutage muss man wirklich regelmäßig Videos machen, damit man erfolgreich wird. Das ist einfach nicht mein Ding, habe ich gemerkt. Was mir einfach die ganze Zeit über 4 Jahre lang die Motivation für YouTube gegeben hat, warum ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, aufzuhören oder darüber nachzudenken, ob mir YouTube überhaupt Spaß macht, war das Videos drehen. Das macht mir unglaublich viel Spaß und das werde ich auch nicht aufhören. Ich werde privat schon noch weiter drehen, größere Projekte dann vielleicht mit anderen Leuten zusammen, zumal ich dann ja auch nächstes Jahr nach meinem FSJ wahrscheinlich eine Ausbildung in dem Bereich anfange und das ist einfach das, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ja, es gibt natürlich noch einige andere Gründe, warum ich jetzt mich entschlossen habe aufzuhören, aber das waren so die wichtigsten. Kleine Unterbrechung vor dem Ende. Es ist ja nicht gesagt, ob ich wirklich komplett für immer aufhöre, komplett mit YouTube. Vielleicht ändert sich nochmal alles, was ich in dem Video gesagt habe. Und vielleicht kriege ich nochmal eine riesige Idee, vielleicht ändert sich nochmal alles. Aber das ist halt jetzt erstmal nicht absehbar. Ihr könnt mir einfach, wenn ihr informiert werden wollt, falls nochmal was kommt, einfach mir auf Facebook weiterhin folgen oder auch auf YouTube. Es stört ja nicht, wenn nichts kommt. Also ich werde erst wieder was posten auf Facebook oder was auf YouTube, wenn ich wieder Infos habe, ob ich weitermache oder nicht. Aber es ist natürlich eure Sache und jetzt würde ich erstmal sagen, geht es weiter mit dem Video. Ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung treffe, wenn ich jetzt sage, ich höre auf mit YouTube. Meine größte Leidenschaft, das Videos drehen, werde ich trotzdem nicht aufgeben, wie ich gerade schon gesagt habe. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr wirklich viel zu sagen. Das war's von mir. Ciao.